So, dann haben wir den auch weg. Und dann muss ich wieder mal hier ein bisschen heilen. Heile, heile, heile. So, gut, dann ist das auch Geschichte. Und da dürfte man eigentlich jetzt noch... Ich glaube, es waren die drei. Eins, zwei, drei. So, eigentlich müsste das jetzt gewesen sein, oder? Ich dürfte jetzt eigentlich durchgehen können zum Arenaleiter. Genau, so war das. Ja. Dann machen wir los. Nun den Herausforderer. Es passiert nicht oft, aber manchmal gibt es Trainer, die es bis hierher schaffen. Doch bisher waren sie alle eine Enttäuschung. Keiner von ihnen konnte mir das Wasser erreichen. Ich bin auch leider Volkner. Man sagt, ich sei der beste Arenaleiter der Sinnoh-Region, aber wie dem auch sei, lass uns die Sache einfach hinter uns bringen. Ich hoffe, du bist ein Trainer, der mir in Erinnerung rufen kann, wie viel Spaß ein Pokémon-Kampf machen kann. Okay, fängt an mit dem Raichu. Ich hatte also erwartet, dass ein bisschen mehr Auswahl kommt. Das noch, aber scheinbar kommt jetzt tatsächlich doch über Elektro-Pokémon. Okay, dann müssen wir die anderen auftauchen, auspacken. So gut, fangen wir an. Auf jeden Fall. Er setzt auf jeden Fall erstmal auf Voltwechsel. Das heißt, er wird sein Raichu schon mal austauschen. Die Frage ist, was hast denn du? Abidiffel. Okay. Oh, ein weiteres Pokémon, das wir noch nicht gesehen haben. Komm, jetzt kills mit. Nee, nee, kriegst du nicht. Okay, leider nicht. Gut, dann gehe ich jetzt auf Lawine. Ich warte jetzt mich erwartet, dass er mich angreifen kann. Er zieht aber bei seinem Amidiffel seine erste Top-Genesung. So, machen wir mal gucken, was wir danach machen. Doppelschlag, damit ist er durch. Sollte eigentlich besiegt sein. So, auch das ist durch. Octillery. Die Weiterentwicklung von Remoraidt. Wir dürfen durch die Flinkklaue angreifen. Als erstes zumindest. Und holen uns dieses Octillery weg. Rexblizzard reicht Level 51. Raichu. Okay, das ist jetzt klar, dass er das nochmal zieht. Dann die Frage, was war da als letztes? Luxtra? Oh, probieren wir es nochmal. Voltwechsel, leg mich doch am Arsch. Aber wir machen es jetzt anders. Ich gehe jetzt auf Lawine. Lawine sollte eigentlich trotzdem noch die volle Stärke kriegen auf dem letzten Pokémon. Er hat Luxtra. Die beiden Endstufe von Shinux und Luxio. Also ein weiterer Eintrag. Okay, damit hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er doch so wenig abzieht. Er wird es wahrscheinlich ohne Probleme besiegen. Nee, da, oder? Wir dürfen es jetzt angreifen. Wir dürfen es doch zuerst angreifen, oder? Jetzt am besten noch die einfrieren. Tut er nicht. Damit war es das für Rexblizzard. Also gewonnen habe ich das Ding definitiv noch nicht. Das ist klar. Okay, er kann Eisenschweif. So, das heißt, ich probiere jetzt was aus. Die Doppelleber werde ich natürlich jetzt nicht nehmen, sondern nur die normalen Beleber. Ich will nämlich meinen Rexblizzard noch weiter leveln und das braucht halt wirklich noch ein paar Level. So, okay. Dann Schaufler. Oh Gott sei Dank. Danke, Ramaidon. Danke, Ramaidon. Und tschüss. Und jetzt hast du nur noch Raichu, ne? So, Rexblizzard Level 51.
Mach dich bereit, hier kommt meine Trumpfkarte. Du hast dein Raichu jetzt schon zweimal aus dem Kampf rausgenommen. Jetzt wirst du es nicht nochmal machen können. Das ist der Vorteil. Raichu setzt Surfer ein. Oh Gott, Alter. Aber nochmal, es ist nicht... Definitiv noch nicht verloren. Noch nicht gewonnen. Du wirst auch keine Feuerattacke haben. Oder Flugattacke, keine Aeroas oder was. Oder keine Kampfattacke. Mal gucken. Eisenschwein, das wäre wahrscheinlich auch so eine Attacke, wo ich mir den könnte. Schade, ich hätte vorher die Attacke gerne. Reitschuss jetzt Ladestrahl. Okay, dann kriegt er die volle Ladung. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Er pusht sich hoch mit seinem Spezialangriff. Come on. Yes! Damit haben wir alle 8 Orden. Krammscheif erreicht Level 55. Nachthieb! 70er Stärke. Ja, komm. So, damit ist er durch. Du hast mich besiegt. Der Wille und der Arm der Kampfsieger der Pokémon. Ich bin immer noch ganz hin und weg. Es war ein sehr, sehr guter Kampf. Jetzt hat so lange wieder ein Kampf, der so richtig Spaß gemacht hat. Ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie du dein Team in Zukunft kämpfen werdet. Jetzt ein 8er Orden, den hast du dir redlich verdient. Ja, der Lichtorden, der gehört jetzt uns. Damit haben wir sie alle. Mit dem Lichtorden kannst du die Formattacke Kaskade über deinen Pokémon verwenden. Diese brauchst du, um zur Pokémon-Liga zu gelangen. Jetzt, wo du dir alle 8 Orden verdienen wurden, komm ich dir alle Pokémon aus dem Fluss. Und ich möchte, dass du die hier noch an dich nimmst. Und die TM57, das dürfte Ladestrahl sein, oder? Ja. Wer diese tolle Attacke trifft, kann sie den Spezialangriff als Anwender erhöhen. So wie bei Raichu übrigens auch der Fall war. Gut, dann haben wir's. Dann haben wir's, liebe Leute. Wir sind. Haben alle Orden. Und. Ja, das nächste, was jetzt ansteht, ist die Pokémon-Liga. Definitiv. Nur gerade gucken, dass ich hier weitermachen kann. Und dann geht's. Kurz mit Guido noch sprechen. Jana noch nicht. Oh, mein Rivale hat noch nicht den Orden besiegt, okay? Er hat die geholt. Okay. Entschuldigung. Okay. Du hast den Arena besiegt. Na klar, hast du das. Aber weißt du was? Ich bin immer noch nicht ganz zufrieden. Willst du wissen warum? Nun ja, du deine Pokémon hast das Potenzial noch viel mehr zu erreichen. Aber ich bin trotzdem stolz auf dich. Ganze 18 Orden. Spitzleistung. Ja, wir haben es, liebe Leute. Das heißt, in der nächsten Folge geht es in Richtung Pokémon Liga weiter. Und hier möchte ich erstmal noch schnell kurz zum. Genau, zum Pokémon Center. Wie gesagt, heute geht es weiter mit der. Also, nächste Folge geht es weiter definitiv mit dem Pokémon. In Richtung Pokémon Liga. Und ob wir das dann schaffen, sogar die Pokémon Liga schon zu machen, in dieser Aufnahmesession, weiß ich noch nicht. Ich glaube ja nicht. Naja, haben wir auch nicht. Dafür ist es zu wenig Zeit noch. Da ich noch ein, zwei Sachen erledigen muss heute, würde da sonst ein bisschen hängen. Aber kann ja alles noch passieren. Gut, dann gehen wir kurz zu der guten Dame da oben. Zu Jasmin. Irgendwie fühle ich mich in dieser Stadt zu Hause. Sieht da mehr oder drüben steht der Leuchtturm? Oh, das ist der Arena dieser Stadt. Du musst gut sein. Nimm bitte die hier auch noch. Die TM99. Die letzte fehlende TM, ehemalige VM. Setz du Kaskade über die VM-Attacken ein, kannst du fast auf Fell im Vorklimmen. Diese DM enthält die Attacke Kaskade. Wenn du Kaskade über die App deines Pocket einsetzt, kannst du über die Pokémon-Liga ansteuern. Ich kann mich nicht so gut ausdrücken, aber viel Glück. So. Gut, dann war's das für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. So, liebe Leute, heute geht's weiter mit Pokémon und wir machen heute weiter mit der nächsten Route. So, ich möchte nämlich noch schnell was machen. Ich möchte nämlich noch die TM Kaskade dabei unserem letzten Team, unserem Teammitglied beibringen. Und zwar Empoleon.
Und zwar für Lacke. Ansonsten sind wir soweit eigentlich durch mit dem Mist. Dort hier kann ich weiter. Das ist die Küche im Kraxler. Brauchen wir auch nicht. Und wir machen heute weiter hier oben. Und verlassen die Stadt über die Route 223. Ach, ich muss die Top. Ach, ich hätte den Dings einsetzen können, müssen. Ich setze mal jetzt ganz noch schnell den Topschutz ein. Damit ich nicht auf wild 1000 wilde Pokémon treffe. Das reicht schon. Wenn ich jetzt einige Trainer noch habe, die wir noch besiegen müssen. Und da das auch größtenteils Wasser-Pokémon sind, ist, glaube ich, Rex Blizzard auch die perfekte Wahl dafür. So, gut. Was war, ah ja, genau, Beutel. So. Topschutz. Genau. Das war jetzt der Plan an der Sache. So, ich brauche nämlich nicht 1000 wilde Pokémon, das ist mir jetzt. Ach, da, ach, da ist eine Sandbank drin, okay. Wusste ich jetzt gerade gar nicht. Wollt ihr da mal nehmen, eine Mitte? Ich bin entschlossen, diese Pokémon-Liga zu gehen, egal wie hart es werden wird. Da ist Luminion. Okay, das haben wir noch nicht gehabt. Sofort fertig. So, gut, dann haben wir das auch. Die Schwimmung besiegt. Ja, wir versuchen jetzt natürlich den Pokédex weiterhin immer weiter voll zu kriegen, um die neue Pokémon. Entschuldige bitte, dass ich nicht angemessen angezogen bin für einen Kampf. Oh, alles gut. Azure. Ich weiß gar nicht, ob wir das Azure schon hatten. Tschüss, mein Kleines. Azumarill, die Weiterentwicklung. Oder beziehungsweise, ne, die Endstufe, so. Die hat man nämlich, glaube ich, schon in der Arena. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich wollte es eigentlich mal ins Team nehmen. Hatte mir eigentlich gesagt, Azumarill gefangen. Aber es braucht eine Ewigkeit, bis du das wirklich hochtrainiert hast. Oder beziehungsweise, bis es den Freundschaftslevel so hoch hat, dass du, dass sich das weiterentwickelt. Aua, oh, das kitzelt. Bye, bye. So, Emily ist besiegt. So, haben wir hier oben noch einen Trainer. So, hier sind noch zwei. Okay. Hier ist auf jeden Fall noch einer. Ist das ein Schwimmer oder ein Schwimmerin? Das ist schwierig zu sehen. Ich glaube, das ist ein Schwimmer, ne? Ich trainiere auch in einer Pokémon-Arena. Ich glaube nicht, dass das ein Spitzgang wird für dich. Ja, ist es tatsächlich ein Schwimmer und er hat Mantis. Er hat einen Mantis. So, die Frage ist, was machen wir jetzt gegen Mantis? Lawine. Probieren wir's. Das ist super schnell. Ernsthaft? Reicht trotzdem, um nur was einzusetzen? Ja, Lawine. Schön, der kann trotzdem noch die Attacke durch. Sehr
gut. Das heißt, ich muss definitiv jetzt wechseln durch die Mantax. Ich glaube, Mantax hat man noch nicht. Mantax hat man noch nicht. Da krieg ich trotzdem. Es ist übrigens Wasserflug. Nur so nebenbei. Deswegen kann ich mit Steinattack. Baramidon jetzt die erste Wahl. Da ich noch keine Elektro. Da ich keine Elektroattacken im Moveset habe. So, was hast du jetzt als letztes noch? Remoraid. Gut. So, dann wieder die richtige Wahl auf Ramaidon. Auf Rexvisar. Das ist Anfang Buchstabe, stimmt das schon mal. Er hat sogar gewunken. Er hat wahrscheinlich seinem Remoraid gewunken, weil es jetzt gerade besiegt wurde. Galoppa und Vitalis erreichen Level 55. Meister Marinus, Embrecher Marinus, ich habe sie enttäuscht, versagt. Und versagt. Mein Traum ist es, in der Region unter der Sonne im Meer zu schwimmen. Vor dem Kampf ist tief durchatmen. So, Meryl und Wingull. Naja, ist jetzt nicht die mega Herausforderung. Einmal Steinnagel, einmal Rasierblatt und dann ist das Thema gegessen. Deswegen setze ich die beiden gerne im Doppelkampf ein. Weil sie, wenn es sein muss, beide hintereinander wegkriegen könnten. Weil sie beide jeweils eine Attacke haben, die beide Pokémon trifft. So, deswegen machen wir es so. Oh, es ist fehlgeschlagen. Schade. Ja gut, es ist klar, wenn nichts mehr da ist, ist nichts mehr da, ne? Warlord. Okay, na gut. Das ist jetzt Hinteron. Na gut. Gleiches Spielchen wie vorher auch. Rasierblatt doppelt drauf. Immer doppelt drauf. Warlord sollte eigentlich fallen, weil Warlord ist vom Typ Boden, Wasser und sollte einfach eine Vierfachschwäche haben. Genau so ist es. So, und Hinteron kriegt jetzt eine volle Ladung Steine auf den Kopf und sollte eigentlich auch gleich fallen. Level 52 für Grexblizzar mittlerweile. Und damit geht auch Enteron baden. Beide ohne jede Chance. Und Ramaidon erreicht Level 58. Kopfstoß. Kopfstoß ist doch gestalt, oder? Nee, vergiss es. Kopfstoß ist eine Attacke, die auch selber Schaden verursacht, genauso wie Holzhammer. Und ich bin kein Fan von diesen Attacken. Es war eine super starke Attacke, aber ich mag es nicht. So, das gleiche Spiel schon spielen wir jetzt nochmal, weil das beides Flug-Pokémon sind. Sollten sie eigentlich fast beide fallen. Tun sie auch. Tschüss, Pelipper. Und auch tschüss, Wingull. Die beiden sind besiegt. Boah, mein Traum ist noch nicht ausgeträumt. Einatmen, ausatmen. Hier ist noch ein Trainer. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin auch auf Reisen. Heute machen wir auch nur bis zum Eingang der Siegestraße. Die Siegestraße möchte ich mir sehr gerne erst in der nächsten Aufnahme angucken. Also beziehungsweise, ja, auch in der nächsten Aufnahme, aber in der nächsten Folge angucken. In Ruhe. Das möchte ich jetzt nicht irgendwie noch hinklatschen, weil es um den Drachen. Ich glaube, die werden wir sowieso in zwei Parts machen müssen. Weil das zu viel ist. Oder viele, viele Trainer dabei sein werden. Und deswegen ist es vielleicht die richtige Wahl, auf zwei Folgen zu machen. Aber gucken wir mal, wie es passt. Wie weit wir kommen. Ich hätte auch nicht erwartet, dass wir zum Beispiel die
einen Kraterberg in einen Park packen. Hatte ich auch zwei mindestens erwartet, aber. Also wir haben ja die Kraterberg und die Sperrsäule in zwei Parts jeweils. Also jeweils einen Part gemacht. Aber gucken wir mal, wie weit wir jetzt durchkommen. Weil ich, wie gesagt, ich muss jetzt gleich noch einkaufen und alles drum und dran und ein bisschen Privatzeugs erledigen und da ist es sonst ein bisschen schwierig. So, okay. Gehen wir mal. Komm ich hoch. Ich kann nicht an diese scheiß Item ran, oder was? Ernsthaft? Moment, Moment. Hey? Hä? Bin ich jetzt blöd in der Art? Aha, perfekt. Ich wollte gerade sagen, es gibt doch einen Weg. Da ist ein Item und ich komme nicht ran. Und zwar die TM18 Regentanz. Das ist es. Okay, dann haben wir das auch zumindest dann komplettiert. Ja, ich setze weiter meine Flamme da mittlerweile. 128, 22 Pokémon fängt es noch. 22 Pokémon. Und sobald ich dann hier mit der Pokémon-Liga durch bin, kann ich erst absehen, wie weit mein Dex voll ist, wo die Fehler noch liegen. Wo noch Pokémon fehlen. Ich habe ein Trainerwasser gefunden. Ich auch. Eine Schwimmerin. So, wieder ein weiteres Wingull. Naja, eigentlich momentan keine Gegner wirklich für mein Team. Das wird in der Pokémon-Liga, weil so schon in der Siegestraße wird es anders aussehen. Aber hier auf dem Level ist es nicht das Problem. Mein Team ist im Durchschnitt weit über 50, fast mittlerweile mit 60 mit Ramaidon. Denke ich mal, sollte das kein Problem sein. Gold King auch weg. Hat man schon mal, glaube ich. Ich muss mir dann auch mal in Ruhe aufschreiben, welche Pokémon mir überhaupt noch fehlen und welche, wo ich die überhaupt noch finde, damit ich überhaupt noch weiterkomme an dem Spiel. Ich habe mich entschieden, wenn ich dich bezwingen kann, gehe ich zur Pokémon-Liga. Kannst du gerne tun. Ich glaube, am Anfang werden wir relativ gut durchkommen. Ich glaube, der Champ wird, glaube ich, der erste schwere Gegner. Aber wie gesagt, ich hatte auch bei Marino so gedacht, bei Lamina gerade, die zweiten Mal so locker einfach weg und alles drum und dran. Und da hat die uns so echt so große Probleme gestellt. Ich spare jetzt euch mir solche großen Sprüche. Ich gehe da rein und versuche mein Bestes einfach. So, Bamelin ist Geschichte. Aber hier die Tränen auf die Wasserroute sollten eigentlich nicht das große Problem sein. Da schnell. Toxer. Scheiße, ich wollte eigentlich wechseln. Ich habe mich verdrückt. Ich wollte eigentlich auf Meditalis gehen. Meditalis ist nämlich ein Psycho-Pokémon und Toxer ist Wasser und Gift damit. Sollte das ein leichtes sein für uns, das Pokémon zu besiegen. Super Schall, lack mich doch. Ach, Sack, das kann doch nicht sein. Ernsthaft, du nervst mich gerade ein bisschen, ne? Initiative sinkt noch. Kannst du noch Säurepanzer ein? Also du fährst jetzt gerade so ein bisschen alles auf, ne? Jetzt ist die Dings weg. Die Verwirrung weg und kann mit Topkin mit Psychokinese. Okay, es hat doch überlebt. Jetzt komm doch bitte nicht nochmal mit dem Scheiß, aber du hast dann sowieso verloren. So, jetzt ist es Geschichte. Tschüss. Bye bye, Tintoxer. Endlich, ey. So, Level 55 für Empoleon mittlerweile.
Aber du warst ein ganz guter Trainer. Und ich sollte, wie gesagt, solche Sprüche einfach mal ab und an lassen. Weil der hat mir gerade ein bisschen Ärger gemacht mit deinem Tintoxa. Das ging mir dann auch ein bisschen auf die Eier. Aber alles gut, ist passiert. Also auf dem Niveau ist das auch durchaus mal drin. So. Ja, wie gesagt, der Schnitt ist mittlerweile auf 55. Und zwar ziemlich genau. Wenn man mit Rexblizzard 3 Level dazugibt und Rabello 3 Level abzieht, dann hat man genau die 55. Und dann passt das vom Level her. So, dann haben wir hier noch einen Trainer. Und zwar einen Matrosen. Und da oben ist noch ein Item. Ich komme hier, um die Pokémon-Liga mit eigenen Augen zu sehen. Jo. Ich will sie sogar gewinnen. Das ist mein großes Ziel. Gut, Pilippa. Möchtest du gegen mich einsetzen? Pilippa möchtest du einsetzen gegen mich, okay. Ice Heap. Und ja, ich weiß, dass das ein Wasser-Pokémon ist, aber es ist ein Wasserflug-Pokémon vor allen Dingen. Ach, der. Das kann doch nicht sein, dass ich dann jedes Mal die Dings, Vergiftung, Verwirrung, Paralyse beim ersten Mal alles triggert. Hier, lass mich in Ruhe. Tschüss. Alles gut. So. Marshock. Dann gehe ich auf Kramchef. Tschüss. Gut gemacht, Kramchef. Das habe ich auch schon ewig, das Kramchef. Also Kramurks hatte ich so ewig schon. Das habe ich ja im Ewigwald habe ich das ja gefangen. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich das da kriege. Dass ich das ja später bekomme, aber oder überhaupt bekomme. Das war eigentlich ein bisschen anders. Ich hatte ein bisschen ein komplett anderes Team mit anderen und macht ja Spaß so. Gut, dann gehe ich jetzt auf Gastrodon. Das hatten wir schon mal als Gegner. Der Matrose, kurz vor Sonneweg, hatten wir noch einen. So, besiegt. Ich bin schockiert. Nein, wirklich, ich bin schockiert. Eine Perle. So. Dann haben wir da oben noch eine Trainerin, die ich ganz kurz gesehen habe. Nämlich hier. Und noch eine Trainerin, also noch zwei. Ja, mein Herz erobern will, muss noch mal für mehr eine gute Figur abgeben. So, Hinterhorn. Hinterhorn. So, Kramchef ist besiegt. Quatsch, Kramchef ist besiegt. Kramchef steigt auf im Level, Rexblizzard genauso. Dein Entron hat sowieso keine Chance gehabt, gerade gegen mich. Ich habe mal bei einem Schwimmwettkampf den ersten Platz belegt. Als nächstes teile ich deshalb einen Sieg bei der Superfettbewerbsshow an. Die haben wir nämlich auch noch gar nicht gemacht. Die müssten beide auch nochmal angehen. Ich überlege gerade, aber die machen wir. Ja, doch, eigentlich gehört sie dazu. Eigentlich müssen wir sie machen. Ich will sie eigentlich nicht machen, aber müssen sie machen. Ich will sie euch einfach zeigen. So, ähnlich wie wir es auch mit der Eiseninsel gemacht haben. Die Eiseninsel hätten wir nicht machen können. Hätten wir nicht auslassen können, weil wir das Pokémon brauchten. Aber das Riolu brauchten als Eintrag. So. Und es gehört halt auch zum Spiel dazu. Das ist es halt. Und diese Super-Wettbewerbsshow gehört auch tatsächlich zum Spiel dazu. Deswegen müssen wir so machen. Machen wir auch noch vor der Pokémon-Liga.
So. Das heißt, irgendwann in der drittviertnächsten Folge machen wir so. Gut, dann haben wir sie auch. Paula besiegt. Hier ist noch ein Schwimmer. Hier ist nichts mehr. Ich hatte damit jetzt gerechnet, dass da noch immer noch was ist, weil da auch noch mal eine Sandbank ist. Aber das Sandbänke sind ja öfters mal irgendwo mehr. So, da oben ist noch ein Trainer. Und dann sind wir, glaube ich, eigentlich fast durch, ne? Ich weiß, dass ich sagen kann, aber ich schwimme lieber. Das ist halt ja komisch, ist mir schon klar. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was mehr Kalorien verbrennt. Also schwimmen oder surfen. So. Jetzt bin ich da. Das Ding sinkt, aber ist mir egal. Ich kühle das Garn aus erstmal kühl. Jawoll, angefroren, mein Freund. Ist lustig, wie es da steht. In der Luft. Kann immer noch nicht machen. So. Und jetzt ist sowieso nichts mehr. Weil jetzt ist es nämlich Geschichte. Ingolf ist besiegt. Platsch! Gut, dann haben wir's. Dann gehen wir hier hoch. Gehen das Pokémon hinter, heilen unser Team noch und dann ist für heute Feierabend. So, dann mal kurz das Team heilen. So, die Dame noch. Ich bin einmal gescheitert, aber das hat mich nur stärker gemacht. Klar, können sie ja trotzdem ein paar Erfahrungspunkte, selbst wenn du verlierst. Das ist also die Siegestraße. Mal sehen, ob mich tatsächlich hier Siege erwarten.